ist speziell bei der Schöpfungsthematik haben wir natürlich auch noch das Problem, oder wir haben eigentlich mehrere Probleme, ne, wo ich immer denke, Mensch, lohnt es eigentlich den Aufwand, dass wir da jetzt wirklich so diese Schöpfungsthematik in den Diskurs einbringen? Denn erstens gibt es ja noch leider genügend Menschen auf dieser Welt, vielleicht nicht so viel in Deutschland, aber vor allem in den USA, die noch einen wörtlichen Schöpfungsglauben haben, also die wörtlich an die Entstehungsgeschichte, wie sie in der Bibel, vor allem in Genesis 1 dargestellt wird, glauben, also die Welt in 6 Tagen erschaffen. Es gibt Umfragen, erst kürzlich wieder eine aus den USA, die sagt, 40% der US-Amerikaner glauben daran, dass der Mensch von Gott so geschaffen wurde, wie er ist, und zwar nicht länger her als 10.000 Jahre. So, und wenn man das weiß, ja, was machen wir mit solchen problematischen Hintergründen, die dann immer wieder dazu führen, dass wir auch hier in Deutschland vorgeworfen bekommen, ja, ihr mit eurem naiven Schöpfungsglauben, was wollt ihr denn noch damit? Erstens wissen wir seit langem, dass dieser scheinbare Konflikt zwischen Genesis 1 und einer, ja, bis hin zum Standardmodell inklusive Evolutionslehre, nur ein scheinbarer Konflikt ist. Deswegen bin ich auch immer in doppelter Hinsicht vorsichtig. Erstmal, was wörtlich heißt, in Genesis 1 steht überhaupt nicht, dass es sich damals tatsächlich so zugetragen hat. Das wissen wir doch also seit langem, das ist eine andere Gattung, das ist eine andere Art der Redeweise. Wenn ich ein Märchen wörtlich verstehe oder ein Liebesgedicht wörtlich verstehe, verstehe ich sie auch nicht als Darstellung von der Übermittlung von Informationen von Sachverhalten. Es gab kürzlich eine ganz interessante religionspädagogische Studie, wo eine Kollegin Schülerinnen und Schüler auch befragt hat, wie sie emotional darauf reagieren, auf diese verschiedenen Vorstellungen. Und da kam sehr schön raus, dass ein emotionaler Grund, warum die Leute an der Evolutionstheorie festhalten und Schöpfungsglaube ablehnen, das Bedürfnis nach Sicherheit ist. Da fühle ich mich sicher, da weiß ich, ich bin auf sicherem Boden, und das mit der Schöpfung, das ist so, wabert so vor sich hin, ne? So eine unsichere Geschichte. Ja, es ist halt wissenschaftlich, und das heißt, ich kann das eigene Verhältnis dazu abgeben. Oder auch wenn wir in die Geschichte gucken, wie entsteht der Streit um die Evolutionstheorie? Da geht es in der Regel weder um Fossilien noch um Saurier oder Zebrafinken, sondern da geht es immer um sozial-ethische Konsequenzen, die damit verbunden sind. Und das ist ein zweites Moment. Wenn man sagt, dies Emotionale, dass sowohl das Modell der Evolution als auch das Standardmodell der Kosmologie als wissenschaftliche Theorien sehen ab von einer Lebenswelt, in der komme ich sozusagen gar nicht vor. Ja, das macht es deswegen so schwierig. Im Ernst, wer kann sich unter diesen Zeiträumen, von denen da geredet wird, wirklich etwas vorstellen? Wer kann sie nicht nur sagen, sondern sich auch was darunter vorstellen? Und dann könnte man wieder sagen, Martin Luther mit seiner Auslegung des Schöpfungsglaubens hat eigentlich die Lebenswelt und hat eigentlich das Individuum im Blick, wenn er sagt, ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, und da gibt es ja überhaupt keinen Widerspruch eigentlich zwischen Naturwissenschaft und Schöpfungsglauben. Ne? Und wenn wir auch die biblischen Perspektiven nehmen, die ganze Debatte hat sich immer auf Genesis 1 zugespitzt, obwohl von der Gattung und der Perspektive her Genesis 1 ein relativ exzeptioneller Text in der ganzen Schrift ist. Und dann muss man mal darf man auch genau schauen. Das ist auch das, du hast vorhin auch nach fundamentalistischen Bibelpositionen gefragt. Ich glaube, mit denen müsste man mal Bibel lesen. Wenn man hinguckt, ist da nämlich ganz wenig da. Wenn man wirklich reingeht, und schauen wir mal Genesis 1 an, was steht denn da und in welchem Zusammenhang steht es? Der Zusammenhang ist ein Segensspruch des Schöpfers, der diesen Menschen, den er hier geschaffen hat, ihm zum Bilde, wie es heißt, mit einem besonderen Auftrag ausstattet. Nachdem er auch vorher zu allen anderen Lebewesen gesagt hat, dass sie sich vermehren und verbreiten und die Erde erfüllen sollen. Und da haben die jetzt eine besondere Aufgabe. Machet euch die Erde untertan. Was heißt denn bei Luther das Verhältnis von untertan? Das heißt bei Luther nicht unterwerfen,
sondern das ist, auch die Exegeten zeigen uns, dass es ja aus einer orientalischen Königsvorstellung kommt, das ist zunächst einmal die Pflicht dessen, der die Macht hat, ja, seinen Bereich, für den er zuständig ist, zu pflegen und zu schützen. Insofern ist Genesis 1 überhaupt kein Widerspruch zu Genesis 2, wo es vom Bebauen und Bewahren des Gartens heißt. Dieses Untertanmachen heißt in diesem Zusammenhang, erfüllt als meine Statthalter, als Gottes Statthalter, diese Welt mit dem Willen Gottes. Ja, haben wir das gemacht? Nee, gerade das haben wir nicht gemacht und das ist das Problem. Dass Menschen Herren über die Erde sind, in diesem auch ambivalenten Sinn, und da ist vielleicht die maskuline Form tatsächlich die einzig richtige, aber gut, ja auch in diesem ambivalenten Sinn, ist ja auch wahr. Wir sind die einzige Spezies, biologisch ausgedrückt, die die Biosphäre ruinieren kann. So, das ist eine Sonderstellung des Menschen in der Welt. Keine sehr glückliche. So. Also müssen wir, macht euch die Erde untertan, doch so lesen, erfüllt den Willen des Schöpfers für alle Welt in dieser Welt. Und es ist das Gegenteil von Ausbeutung.